Ich möchte jetzt mit euch auf den interessantesten Kämpfer reagieren, der sich einer immensen Herausforderung gestellt hat. Und zwar geht es um Michael Venom Page. Falls ihr Michael Venom Page nicht kennt, dann sollte ich ihn euch zeigen und ich sollte euch von der Kontroversität erzählen. Michael Venom Page ist bekannt geworden, man hat gesagt, er kämpft nur einfache Gegner. Und vor allen Dingen hat man das gesagt, weil er halt seine Gegner so immens vorgeführt hat. Okay? Das heißt, bevor ich jetzt lange weiterrede, schauen wir einfach mal und schauen uns Michael Venom Page an. The most disrespectful fighter of all time. Auch meine Freunde haben immer gesagt, dass sie den nicht mochten, weil er halt, also es gibt ja Leute, die haben so eine gewisse Art von down to earth, die so nicht abgehoben sind, die nicht erzählen, dass sie krass sind, beispielsweise. Ein Gegenteil davon wäre Muhammad Ali, der halt immer erzählt hat, wieso er der Größte ist. Ein anderes Gegenteil davon ist halt Michael Venom Page, der euch auch immer auf die Nase bindet, warum er der Größte ist. Okay? Und das stößt Leuten sauer auf. Ich persönlich, ich mag das aber, wenn Leute dann sich Herausforderungen stellen. Controller. That's where I draw the... Oh, ist das laut. Line. This kind of behavior never ends well. You've got to have some kind of humility. Me think. Seht ihr? Und der Moderator sagt dann so, das geht nie gut. Ne? Man sollte immer down to earth sein. It's not. I guess not. MVP stepped into the octagon, disrespected this man, his training, and his entire existence, and still proceeded to walk out the winner. Just look at him styling on him. But this brand of cockiness can't continue. Oh. Und guck, sie sagen halt auch, ne, das kann so nicht weitergehen. Pass auf. Er ist ein Leichtgewichtkämpfer, das heißt normalerweise dieses Point-Fighting, das die Sachen nur andeutet. Und er ist aber jetzt mit diesem Stil, wo ihr quasi einen Schlag macht, sobald ihr trefft, ist im Point-Fighting so, wird abgebrochen. Und er hat das aber jetzt genutzt. Das heißt, er ist nicht nur schnell, er hat nicht nur eine wahnsinnige Distanz, sondern er ist auch noch super explosiv. Also er hat wirklich Knockout-Power und das macht ihn halt mega interessant zu schauen. Und die Art und Weise, dieses Selbstbewusstsein, mit dem er kämpft, das macht es halt immens interessant. Schaut. You got knocked the fuck out! Now I do what I want! Reset! Now I do what I want! Let's go! Oh, shit. So. Also ihr seht das. Also guckt, normalerweise ist es ja so, dass wenn man dann gewonnen hat, dass man dann irgendwie sagt, ach ja, komm, das war ein guter Kampf. Also das ist ja das, was man dann immer auch als sportlich anrechnet. Seht ihr, fehlt jetzt hier ein bisschen. It's my turn. Finally, this brother on the floor is gonna teach MVP some manners with a leg lock. What did you say, nigga? Looks like you're about to get pwned. Eieiei, und Submission. Did he submit... MVP hit the ultimate. Schauen wir mal, ob wir noch, also, weil die schönsten Dinge seht ihr hier noch gar nicht. Aber ihr bekommt ein Gefühl dafür, wer er ist, oder? The fact that he is truly so, schauen wir das noch an. And then he turned, okay, also ihr seht das schon, ne? Unheimlich schwer zu lesen, das Stil. Ihr seid normalerweise jetzt Dinge gewöhnt, eher super konventionell. In meinem Kopf, der rechte ein bisschen angekrampft vielleicht, also sehr, sehr steif. Michael Venom Page, das Gegenteil von steif. Avatar in this fight. Schau ich das an? Ja. Yeah. Uiuiui. Spin kick alone. Boop. Eieiei. Guckt euch das nochmal an. Der Spin kick. So. Na, also das, aber das seht ihr auch. Also dieses Leichtgewicht quasi nach vorne. Ein Schlag, damit die komplette Distanz überbrücken. Das macht er halt, aber dadurch, dass er halt so eine immense Explosivität in seiner Kraft hat, dadurch, dass er die Gegner schnell schlafen legt, das ist halt die Besonderheit an ihm. Spin kick alone sent his opponent in search of Hillary. Schaut euch das an, nicht mal mehr nach. Aber jetzt habt ihr ungefähr ein Bild von Michael Venom Page. Jetzt das Problem aber, dass man ihm gesagt hat, ich glaube, Michael Smolik hat sich auch mehrfach dazu geäußert, dass er keine richtigen Gegner kämpft. Jetzt, ihr seht das auch, der Typ hier zum Beispiel, das seht ihr direkt, ne? Das sieht jeder Anfänger, also egal wie viel Erfahrung ihr im Kampfsport habt, ihr seht, der ist steif. Ne? Also der ist keinesfalls so, dass das jetzt irgendeiner ist auf hohem Niveau. Ich hab den Namen vergessen, aber er hat dann eine Herausforderung gehabt und da wurde er dominiert. So, Michael Venom Page. Was ich aber jetzt feiere, ist, dass er sich einem Bärnackel-Kampf gestellt hat. Das heißt, jetzt hat er sich wirklich eine Herausforderung gestellt. Und zwar kämpft er gegen Mike Perry. Ihr seht das hier. Ihr seht das? Ich habe schon angefangen, mir das anzugucken. Und ich habe das schon mal gesehen. Aber ist einfach eine Sache, die ich Hammer finde. Unter anderem, weil jetzt halt jemand kommt, der theoretisch wirklich viel zu verlieren hat. Und er stellt sich Mike Perry. Und MMA ist noch was anderes als Bärnackel. Weil Bärnackel ist so, ihr werdet immer wieder getrennt. Ihr kriegt zwangsläufig Schläge ab. Für mich war das so, und das war das, was jeder Hater gesagt hat, dass Michael Venom Page keine Chance hat gegen Mike Perry. Guckt euch Mike Perry an. Allein an seiner Nase. Lasst mal gucken. So, gucken wir mal ganz kurz nach Mike Perrys Bildern. So. Also, ich,
will darauf hinaus, dass keiner, mit dem ihr Bock habt, euch zu prügeln. Das ist jemand, der so, guckt euch den mal an, der ist auch so, oh, hier, zum Beispiel, mein Lieblingsbild. Also ihr seht das hier ist Mike Perry. Unglaublicher Kämpfer, wahnsinnig stark, körperlich einfach stark. Das heißt aber, ey, jetzt kämpft ein Michael Venom Page plötzlich das erste Mal Bärnackel, ohne Handschuhe, einen Kampf gegen ein Monster Mike Perry. Könnt ihr euch das vorstellen? Und das gucken wir uns jetzt an. Und wie gesagt, ich kenne den Kampf. Ich habe die erste Minute nochmal geguckt. Gucken wir die Kommentare uns kurz an. Mike Perry gave a Masterclass. Der hat die Masterclass in der Rocky Balboa Verteidigung abgegeben. Einfach jeden Schlag mit seinem Gesicht blocken. Hey, also nochmal, auch nur, dass ihr es wisst. Ne? Also der Kampf ist dann ja bekannt. Jetzt vor 7 Tagen kam er noch raus. Aber das war eine Sache, es war undenkbar, dass Michael Venom Page das gewinnt. MVP. From Broughton's Rules to the London Prize Ring Rules to the modern bare knuckle fighting rules. Both fighters up to scratch. So. Round number one. Oh, guck, das ist so gleich Mike Perry reingestürmt. Also das Schwierigste beim Kämpfen ist immer die Distanzüberbrückung, weil ihr könnt einen treffen, der andere nicht. Das heißt, wie macht ihr das? Beim Boxen seid ihr jetzt relativ sicher. Ihr habt eine große Polsterung, ihr könnt arbeiten, ihr könnt sicher arbeiten. Bei kleinen Handschuhen gibt es keine Deckung. Das heißt, es spielt eine immense Rolle, wie bewegt sich jemand, wie kommt er rein und schlägt dann. Black Trunks for Michael Venom Page. Und während wir das sagen, jetzt also Michael Venom Page, wir erwarten, dass das ist ein Kampf, den Michael Venom Page nicht kämpfen möchte. Michael Venom Page ist der größere Mann, der hat eine längere Distanz, das heißt, der will sich eigentlich so bewegen, dass er immer einen gewissen Abstand hat, wo er trifft, wo seine Armlänge trifft, der andere aber nicht trifft. White Gold and Platinum Trunks for Platinum Mike Perry. Mike Perry ist Monster, ne? Ich hab's ihn so gefeiert. Jetzt guckt euch das an, die Distanz. Und allein guckt euch mal an, mit Händen unten. Das ist so, 1900 hat man so gekämpft. Da gab's diese, vielleicht kennt ihr es auch so alten Seemannsfilmen auch. Also da hat man wirklich halt so gekämpft. Hier aus! Uiuiui, seht ihr das? Reingesprungener Schlag. First time that you were watching Michael Perry. Ja! Ich schwör euch, also ich muss jetzt auch ein Geständnis machen, ne? Also angenommen, ich gehe jetzt in eine Bar und Mike Perry sagt, das ist mein Platz. Oh ja, okay, entschuldige. Also versteht ihr das so? Ihr wollt euch mit Mike Perry niemals anlegen. Guckt euch den an, das ist ein harter Motherfucker. Der ist auch, also ich muss mich jetzt da nochmal, ich muss das ja erst aus dem Gedächtnis machen, ne? Aber ich weiß noch, der hatte auf jeden Fall, guckt euch allein das Bild hier unten an, versus Bookcoach. Der hatte Streit wegen irgendwas und dann hat er irgendwem eine reingehauen für halt eine Nichtigkeit. Wirklich für eine Nichtigkeit. Das Mike Perry ist so der Typ, den ihr, versteht ihr, mit dem ihr so nie sympathisiert. Mit dem ihr dann aber irgendwann anfangt, irgendwie doch zu sympathisieren, weil ihm halt einfach alles scheißegal ist. Mike, this is his striking style. Oh, und guckt. On the outside right hand. Und hier einfach perfektes Distanzgefühl. Seht ihr das? Distanz, Distanz, immer in der Distanz und dann einmal mit einem harten Schlag überbrückt und gleich sich rausbewegt. Direkt, versteht ihr, Engel gewechselt, das heißt dann Schritt raus, bupp. Und ihr steht so, dass ihr trefft und nicht getroffen werdet. Hands low. Oh! Ach. The turn of Perry. Don't hit him from behind, don't hit him from behind. Face to face, now come up! With a soft warning from Andrew Quinn. Telling Page, don't hit Perry from... Guckt euch das an. Guckt mal an, was für eine Perfektion. Wenn man sich so bewegen kann, das ist das optimale Boxen. Das ist auch das für Amateurboxer. Also, das ist ja jetzt ohne Handschuhe, bei kleineren Leuten, also wo eure Hände theoretisch viel, viel schneller sind. Ihr seht sie nicht, ihr habt weniger da Abstand. Ihr könnt nicht einfach blocken wie mit Handschuhen. Erfordert das so viel mehr Skill, was hier gemacht wird gegen einen Weltklasse-Kämpfer wie Mike Perry. Guckt euch das an. Entry on the naked right hand from Michael Page. Seht ihr das? Ey, und... Oh, Moment. Ey. Krasser Schlag. Seht ihr, das ist das, was ich meine. Ohne Handschuhe gibt es halt... Boah. Unmöglich, nicht getroffen zu werden. Also, jeder von euch, der schon mal eine Schlägerei hatte, egal was für ein krasser Boxer ihr seid, mit Handschuhen wird es einfach... ohne Handschuhe wird es einfach dreckig. Weil es einfach dann so ist... Wenn ihr nicht genau trefft, eure Hand sieht danach aus wie so ein fucking Luftballon. Ihr könnt nicht einfach die ganze Zeit wild schlagen. So sieht es aber am Ende eigentlich aus. Also wenn ihr dann schlagt, ist das die beste Technik, dass ihr einfach schlagt. And that's ruled a knockdown. Down goes Michael Page in round one. Step in right hand by Mike Perry. Didn't look like it hurt him much, but it definitely caught his attention.
Perry coming forward, another naked right hand that lands from Page into the clinch. Great call from Andrew Glenn. 50 seconds remaining, round number one. Guckt, und das ist halt das, also super, super unangenehmer Gegner, Michael Venom Page. Mike Perry, wie ich gesagt habe, wie so ein Tank, wie so ein Panzer, der nach vorne geht, der halt mitschlägt, der einfach immens kräftig ist, körperlich stark ist. Bei BKFC, also ich weiß nicht, ob ich jetzt euer Traumbild da zerstöre, ob es da überhaupt Dopingtests gibt, zweifle ich an. Aber Wahnsinn. Und auch hier, also das ist ja Bare Knuckle, also die Bewegung etc., die kämpfen 2 Minuten Runden, 5-mal, das ist der Tod. Also, könnt ihr mit nichts vergleichen. Mit nichts. Ach, look, look this on. Ey, Wahnsinn, beide. The right hand, Lance from Page. Ey, guck mal, allein nicht getroffen. Und dann dieses, versteht ihr, dieses schultermäßig russische Boxen dann immer noch raus an der Hand vorbei. 30 seconds to go in the opening round of our main event. Left to the body in the clinch from Perry. Page trying to snatch double unders. Interessant. Again from Andrew Glenn. Michael Venom Page, round two. Oh. Ey, guck, das Ding ist, jetzt geht's darum, ich will mir die zweite Runde angucken und dann vielleicht die fünfte. Weil Bare-Knuckle-Boxen ist halt so, jetzt die Runden, es wird dann immer schwächer und das, ich finde das schon interessant, aber mir geht es eher darum, auch die Tendenz zu sehen. Oh! Okay, fuck, Alter, das ist anstrengend. What the fuck? Guckt euch das an und das, was ich sage, ne? Diese gezielten Schläge und das ist halt auch ein Hauptaspekt, also für jeden von euch, ne? Das ist nicht nur das Auge, es ist auch die Explosivität, es ist auch die Ausdauer, weil dieser Stil von Michael Venom Page, der ist halt immens davon abhängig, dieses ganze Sehen und dann effizient kontern ist davon abhängig, wie viel Kondition habt ihr. Ohne Ausdauer bringt nichts davon was. Und Mike Perry direkt aufgestanden. Bup, bup. Ich habe, das ist mir mal eine dumme Sache, die mir passiert ist. Das waren, da war ich an der Uni. Und dann ist vor uns ist so eine, ich weiß es nicht mehr, Mann oder eine Frau ist auf die Straße gerannt, wurde von einem Auto angefahren. So, also richtig, richtig crazy Situation. Aber dem Typen, der so über die Straße gerannt ist, das war so ein Student, so ein Informatikstudent, dem war das so peinlich, vor allem dann so im Mittelpunkt zu sein, dass er geschrien hat, nichts passiert, aufgestanden, weggerannt. Das war das, ich habe mich da Wochen drüber kaputt gedacht. Weil, versteht ihr, das so eigentlich, ey, what the fuck ist dir gerade passiert? Und stellt euch vor, weil euch so scheiße unangenehm ist, in der Öffentlichkeit zu sein, steht ihr auf und sagt so, nichts passiert und rennt weg. Ich war das nicht. Auf jeden Fall Mike Perry hier genauso. Zu Boden, bupp, nichts passiert. Right hand, both hands down, not ruled a knockdown by Andrew Glenn into the clinch. Both of Perry's hands definitely touched, but ruled as a slip by Glenn. Underhook from Michael Venom Page, right hand to the body. Guckt jetzt hier auch immer wahnsinnig, einfach diese Distanz, weil er halt immense Kraft mit diesen Schlägen aufbaut. Und dann noch das Antäuschen, je besser ein Gegner ist. Also das, was ihr hier seht, diese ganzen, wir nennen das Fingieren, Finden. Je besser ein Gegner ist, desto mehr braucht ihr das. Wenn ihr einen Anfängergegner habt, das ist das Beste, wenn ihr einfach gezielt schlagt. Je besser der Gegner ist, desto mehr wollt ihr anzeigen, dass ihr irgendwas macht und dann agieren. Oh, und immer diese rechte, what the fuck. There's the left hook. Just don't see, maybe Raymond Daniels, but really in combat sports, you just don't see the striking style outside of point fight karate, which is exactly where Michael Page came from as a youth. Typically, it hasn't had much success, but this guy really utilized it well as MVP. Maybe early Stephen Wonderboy Thompson, but not now. This is a unique style that Michael Page has written a tremendous success. Sehen wir den Style, der Style ist halt ziemlich vorhersehbar. Er geht links, täuscht links an, aber am Ende kontert er doch mit der rechten. Das heißt, er guckt, wann agiert wird und seine rechte ist schon seine harte Hand. Und er kommt dann auch, entweder Uppercut oder rechte gerade. Aber er fängt selten mit links an, links, rechts. Wobei, während ich das sage, wird er gleich bestimmt links, rechts schlagen. Passt auf. So, Trennung. Trennung, antäuschen. Und seht ihr links, rechts, was sag ich? Was sag ich? Links, fuck it!
One, two. See those punches. Ey, das ist doch die erste scheiß 1-2-Kombination. Coming from below the waist from Paige. Perry staying undaunted. Hands high and tight, walking forward. Slip under from Mike Perry into the clinch once more. 40 seconds remaining, round two. Okay, pass auf. Also, aber wenn es jetzt wieder links 1-2 wird. Jetzt, okay, Auslage gewechselt. Und jetzt nur eine linke. Und mit Auslage gewechselt. Okay, fuck it. Hier ist eine Sache, ich sollte das lassen. Ich sollte lassen, irgendwelche Vorhersehen zu geben. Sogar bei altbekannten Kämpfen. 25 seconds to go round two. Jetzt können wir bis hier schon mal sagen, was hier, wie der Kampf läuft. Right to the body on the hook from Perry. Ausgelassener Kampf, nichtsdestotrotz besseren Treffer, ganz klar bei MVP. Der einzige Schlag, den Knockdown in der ersten Runde, die Runde hat er abgegeben. Aber bis hier ansonsten klare Dominanz, klare Führung des Kampfes. Distanz wird geführt von MVP. Page back outside. Seht ihr, und immer diese Rechte, die dann einfach geschlagen wird. Distanz, Distanz, boop. Page stepping in with that right hand without the jab set up. Losing stages, round number two. Oh. Oh, und jetzt guter Linker einfach da rein. Guckt euch mal, ich komme jetzt nur so vor, ist das Gesicht jetzt schon angeschwollen? Jab, Page, hands low, chin out. By design, and by full design, overhand right misses for Perry. Aber cool, beide mit Respekt. Also finde ich cool. Ah, direkt, erste, guckt. Und links, links, links. Das gibt's doch nicht, das ist jetzt immer. Und links, links, rechts. Ich sollte keine Vorhersagen machen. Das Ende, also. Ah! Hammer, eingesprungene Linke. Check left hook from Page. Ey, und guckt euch mal Michael Perrys Gesicht an. Also jetzt kein Witz, warte mal, gehen wir mal zurück. Oh. Guckt euch das mal an. Das ist doch schon gerade unglaublich, unglaublich. Guckt euch das mal an, aber den wollt ihr doch auch nicht. Stell euch mal vor, das ist eine Straßenschlägerei. Guckt mal, was der abbekommen hat. Der ist jetzt zu Boden gegangen. So wie sein Gesicht aussieht, ist das die dritte Runde genauso aus, hat die ausgesehen wie die zweite Runde. Schaut euch das mal an. Perry continuing to walk forward. Oh. Und wie unglaublich gut dieses Distanzgefühl. Ihr seid müde normalerweise und dann immer diese gesprungen. Also Michael Van Den Page, der braucht eine immense Kondition dafür. Talk from Perry. Oh, oh, oh. Chance of MVP once more. Lateral movement from Page. Just waiting for his right opportunity to get in. So step in jab. Oh. Rear right uppercut again from Michael Page. Page hands low, sticking out his chin. Minus the kicks, of course. This is exactly how he fights in MMA. Oh. Aber unglaublich gute Bewegung. Seht ihr das? Also das Distanzgefühl, dann schlagen lassen. Und selbst wenn, er nimmt den Schlag immer noch mit, er lässt ihn parieren, er geht da raus. Also immens gutes Körpergefühl für die Schlagkraft. Das seht ihr einfach, das ist ein Weltklasse-Athlet. Ich sollte vielleicht nicht mal aufhören, ne, zu einfach mal am Laufen lassen, aber ich rede mich da selber so auf. Oh, okay, unglaublich. Nochmal zurück. Guck mal, ohne Handschuhe. Er geht rein. Er geht rein. Okay, zurück, gekontert. Schlag, gekontert. Zurück, Seitenwechsel. Passt auf, und jetzt? Passt auf, jetzt schwingt er. Ihr habt keine Ahnung, was passiert, okay? Überlegt mal, das ist keine Handschuhe. Ohne Handschuhe ist alles... guckt euch mal bitte an Kämpfer nach Bare-Knuckle-Matches. Es gibt auch diese ganz bekannten Kämpfe. Kennt ihr noch Don Fry? Kennt jemand von euch noch Don Fry gegen diesen... ich will jetzt nichts Rassistisches sagen. Wenn ich jetzt Chinese sage, ist das ja schon wieder rassistisch. Vietnamese? Japaner? Ich glaube, es sind Japaner. Wenn ihr euch das anguckt, ist es halt unglaublicher Kampf. Und die beiden haben halt danach ein Gesicht, das sieht aus wie so ein Ballon. Gucken wir uns mal kurz an. Warte mal. Hier, das Gesicht hier, der Kampf...
Yoshihiro Takayama. Guckt euch die zwei Kämpfer an hier. So sahen die danach aus. Warte mal. Also unglaublich hier. Und der Kampf ist halt auch Wahnsinn. Die haben sich halt festgehalten und dann so gegenseitig ins Gesicht geschlagen. Und die sahen halt beide aus wie so zermatscht. Das ist halt so eigentlich das, was so bei Bernacke passiert, weil er keine Möglichkeit, es gibt halt keine Deckung. Es ist halt einfach, ihr schlagt euch beide ins Gesicht. Und ich glaube, es gibt bessere Möglichkeiten, seine Gehirnzellen zu behalten. Aber das ist ja das, was ich sage. Als Mann geht es im Grunde genommen darum, auch manchmal, dass er einfach harte Situationen durchlebt. Und deswegen, allen Respekt für Mike Perry. Kicks. Ah, aber habt ihr, ah fuck, jetzt habe ich das schon wieder verpasst, ne? Das wollte ich euch ja zeigen eigentlich. Guckt, aber er schwingt und Michael Van Den Page geht zurück, lässt den Schlag auskontern und kontert ihn links, schlägt ihn richtig in die Position. Also unglaublich, boxerisch, jeder, würde ich das sagen, wenn ihr das mit Boxern schon macht, sagt jeder, what the fuck did you do? Also, das ist ja schon, mit Handschuhen ist das unglaublich. Ohne Handschuhe, krasser Motherfucker. There's the left hand partially through from Page. Perry again to his credit walking through it. There's a big jab from Michael Van Den Page. Ja, und jetzt hier auch die Bewegung, diese Geschwindigkeit da reingehen. Also, der Stil ist jetzt komplett abhängig davon, ist jetzt komplett abhängig von eurer Ausdauer. Weil Mike Perry muss jetzt einfach nur, versteht ihr, der ist wie so ein Tank. Und ihr werdet ja langsamer. Aber der Typ wird halt auch langsamer, der ausweicht. Und das Ausweichen ist halt sehr viel schwieriger als Schlagen. Und selbst wenn er langsam schlagt, aber der Typ ist halt immer da. Ja, unglaubliche Schläge, oder? Schnell. Mega Bewegung. So. Niemals stehen bleiben, euch niemals irgendwo fixieren lassen, immer bewegen. Wahnsinn. See the stalking pressure of Mike Perry. Oh! Seconds round four. Left foot not getting through from Page. Right to the body. Page turning, Perry to the inside. On this separation, we move to the fifth and final round. Und jetzt die fünfte Runde. Pass auf, gucken wir noch kurz die Kommentare. Stell dir vor, wie wund dein Gesicht und deine Hände sind, das Adrenalin hört auf und dann sagen sie, es geht eine extra Runde. Unglaublichen Respekt an diese zwei Krieger. Hundertprozentig. Auch in meinem Kopf ist es so, ich glaube, es gibt noch eine extra Runde jetzt. Also, ich liebe, wie Mike Perry entschieden hat, die Hände von MVP mit seinem Gesicht zu zerstören. Ja, also ist ganz, ganz klar, ey, und ihr könnt euch das nicht vorstellen, das war damals, also, wann war das letztes Jahr? War das halt einer der krassesten Kämpfe überhaupt, weil es war halt überhaupt nicht, mit MVP muss ich beweisen das erste Mal. Damn, ich erinnere mich, als ich das gesehen habe und wie glücklich ich war, dass es eine Sudden-Death-Runde gibt, auch wenn ich gedacht habe, dass MVP klar gewonnen hat. Hundertprozentig, sage ich euch hundertprozentig, ne? Also, das kann ja keiner anders sehen. Nachdem ich es nochmal gesehen habe, wurde er komplett ausgeraubt. Er hat Perry... Wie bitte? Er verliert den Kampf? Wartet. Dann gehen wir jetzt in die Extra-Runde. Das gibt's doch nicht. Ihr wollt mich doch verarschen. Er verliert den Kampf. Niemals. Also, für jeden von euch, der das jetzt nicht gesehen hat, die erste Runde kann abgehen. Alle anderen, also... Guckt mal, die zwei, die wir gesehen haben, ganz, ganz klar. And final round at 2 minutes. Okay. Jetzt gibt's die dritte Runde. Und das ist jetzt die letzte Runde. Und da wird es halt komplett darauf ankommen, wie MVP sich bewegt. Left hand from Page. Jetzt ist Mike Perry, muss halt auch, ihr seht das, ne, muss angreifen. Es geht jetzt darum, nur diese Runde zählt. Jetzt sagen wir Einheit, Einstand. Mal gucken. Into the clinch. And the chant of MVP. Right hand on the exit from Page. Und mega Bewegung, ne? Und selbst, also im Moment bei beiden noch keine klaren Treffer, aber MVP gibt ganz klar das Tempo vor. So, trifft. Also wenn wir jetzt einmal zurückgehen, das ist jetzt wichtig, dass ihr darauf achtet, wo wird er getroffen, gibt es da irgendwas? Ich hätte nämlich gesagt, während wir uns das jetzt anschauen, auch bei den Trennungen gibt es hier keine klaren Treffer. Schauen wir mal. So,
Okay, Konter, ne, aber nochmal, es ist so, davor, wenn Mike Perry getroffen hat, hat er eigentlich von außen geschlagen, hat mit dem Unterarm getroffen, also keine Treffer bis hier, jetzt gab es die Trennung, aber jetzt langsam fängt dann das erste Adrenalin, die ersten Angriffe hören auf. So. Right hand on the exit from Page, that was clever. Guckt und seht ihr von oben, aber gar nicht, Mike Perry hat gar nicht die Möglichkeit, hier irgendwie zu treffen. Uppercut, Break. Seht ihr? Keine Treffer. Guckt euch das an, daneben. Eieiei, und guckt euch mal das Gesicht von Mike Perry. Nochmal, ne? Was für ein Monster, aber das müssen wir halt schon anerkennen. See the smear of blood on Perry's face. At least three cuts on his face. Undaunted, Perry fights on, continues. To push forward, push the pace. Page continues. Beide jetzt immens müde natürlich, aber. To fight at range, showing his creativity, his world-class timing. You can see just how MVP right now really open up and throwing more punches right now. He desperately wants to win this fight. Short rights to the body from Page. Uppercut from the halftime club from Perry. Jab from Michael Page. 55 seconds remaining in this overtime round. You gotta love this shot. Whoever does the best in this last minute is probably gonna win this fight. Perry coming forward again. Oh, aber klug. As he's done throughout the previous five rounds. Page to the outside. He's done through. Perry pulling back that left hook. Blood now pouring from the nose, both nostrils of Michael Page. To the clinch once more. Underhook snatched by Page. Aber das ist das, was ich gesagt habe, es wird jetzt immer schwieriger, je müder Michael Van Page wird, weil er muss sich halt jetzt wegbewegen, das ist das, was unglaublich viel Explosivität benötigt. Das heißt, wenn jetzt er müder ist, dann wird Mike Perry mehr Erfolg haben. A separation. 20 seconds remaining in this overtime round. Both fighters bloodied. Check left hook, not much on that from Page. Oh. Na, aber für mich immer noch klar. Left hand. Perry with the left hook. Down the stretch for Michael Page and Mike Perry. Man. Into the clinch. And now. Ja, hundertprozentig. Ladies and gentlemen, I'm in BKFC history. Our judges at ringside have declared your winner by majority decision. Na, so ein Betrug. Ja, hundertprozentig, aber seht ihr, sind die Kommentare sich einig. Er hat MVP 4-1. 100%, unglaublich. Ab der zweiten Runde 6-31, der Uppercut. Also seht ihr, das ist halt absolute Zerstörung bei MVP. Aber Perry hat gewonnen. Es gibt keinen Weg, dass MVP das nicht... Seht ihr? Ey, ich hatte das nicht im Kopf, dass das hier verloren wird. Perry ist gemacht für das Bare Knuckle Fighting Championship. Der Typ geht nur nach vorne. Hundertprozentig trotzdem ungerechtfertigter Sieg. Schade.